Grüß euch, Leute. Tilman ist kamerascheu. Zeig doch mal her, was hast du hier? Was hast du dir gerade gemacht? Eiskaffee. Eiskaffee. Das braucht doch einen schöneren Namen. Ich bin schon in Berlin. Meine Kamera ist leer, deswegen fange ich jetzt einfach mal an, mit dem Handy zu filmen. Profis am Werk. So macht man das als YouTuber einfach. Ich freue mich auf den Tag. Tilman muss jetzt gleich los. Wie lange hast du noch? 20 Minuten? Halbe Stunde. Halbe Stunde. Dann muss er schon mal zum Spielfeld. Tilman chillt am Spielfeld viel zu früh. Aber so ist das halt. Man muss halt auch einfach mal Sachen eingehen, worauf man keine Lust hat. Man muss halt einfach auch mal früh da sein. Wer hat schon in die Gruppe geschrieben vorhin? Das kannst du nicht preisen. Freut mich, dass ihr eingeschaltet habt. Viel Spaß mit dem Video. Gut machst du das, Tilman. So, grüße euch. Ich habe Luca angeboten, mal ein bisschen behind the scenes zu machen. Wir hatten jetzt gerade Teamfoto, das ist jetzt durch. Ich habe schon mal ein Video gemacht vom Stadion, wie es aussieht. Wir kriegen jetzt was zu essen. Das wird sich einverleibt. Habe ich die Kamera ausgemacht. Das ist natürlich gleich mir was ins Auge gefallen, was natürlich alle gerne interessiert. So, das interessiert doch hier jeden. Die Chio-Kanone mit den ganzen Chio-Chips. Hä? So, das Essen ist durch. Shoutout Fresh Fruits, die machen da immer richtig gute Aktionen für uns. So, wir fahren jetzt mit der Tram ins Stadion. Hast du Bock? Sehr extrem. Wer gewinnt? Zander. Berlin Zander gewinnt. Wir gehen heute fischen. Bis später. Boah, die Bahn voll. Ekelhaft, sag ich nur. Wir schauen, ob wir die jetzt noch beim Warm-up erwischen. Hoffentlich können wir Tilman noch mal einen Bussi geben. Also, die ELF hat hier so eine Watch-Zone eingerichtet. Da dürfen sich die ganzen Fans einstellen. Und dann kann man den Leuten beim Warm-up einfach noch zuschauen. Polen haben wir immer noch nicht gesehen. Wo sind die Panthers, Lena? Wo sind die Panthers? Duschen. Stadion ist ganz geil. Stadion ist geil, muss ich sagen. Also Einlauf ist schon nochmal anders Feeling. Wenn die wirklich an dir vorbeilaufen, ist schon nice. Man fühlt sich irgendwie prominent, glaube ich, in dem Moment. Gute Qualität vom Schiedsrichter-Mikro, weiß ich sehr zu schätzen. Mal schauen, wie das Spiel wird. Viel Spaß. Berlin ist schon mal 7-0 hinten. Zweiter Spielzug, Pick 6. Und da gibt es ordentlichen Druck für unseren Joe Germany. 6-10 und dieser Touchdown wurde euch präsentiert von den Es steht hier immer noch 6-10. Seitdem hat sich also nichts mehr getan. Ist ein Defensive Game. Bin immer noch aufgeregt. Du auch? Ja, sehr. Das ist so gut. Spürt man, dass Kansas City nach Deutschland kommt? Ich glaube nicht. Wo man Respekt zollen soll, Gio erstmal feuern. Injury Timeout. Ja, Injury Timeout, erstmal Gio. Vollgas, Junge. Zweite Halbzeit. Es ist furchtbar laut. Es ist gut laut, aber man kann sich nicht unterhalten, oder Lena? Genau. Es steht mittlerweile 17:20 für Berlin Thunder, was das Spiel noch mit sich bringt.
nutze mal kurz meine Pinkelpause, um euch was zu sagen, weil ich glaube, ihr versteht da gar nichts, wenn ich im Block sitze. Es ist furchtbar laut, aber es ist auch geil. Ist man halt von der GFL einfach nicht so gewohnt. Die polnischen Fans sind auch da, also richtig nice, und auch die machen Stimmung. Also es ist ein wahnsinnig geiler Spieltag. Wenn es so weitergeht, endet es hier noch in Overtime, so wie in Stuttgart gerade. Ach, was ein Spiel. Das Ende der regulären Spielzeit, Spielstand 25. Overtime. 25. Overtime. Jetzt haben sie den Kicker nochmal geeist. Das Spiel ist total spannend. Lena kann schon gar nicht mehr sprechen. Wir können uns nicht mehr hinsetzen, es ist zu spannend. Bis zum Ende. Dass die auch die Two-Point-Conversion machen. Ja. Aber geil, die Overtime-Regel, oder? Geil. Ja, feier ich. Was machen wir jetzt noch? Ja. Mach mal einen Übergang.